Du! Ja, erst gleich würde ich eh niemals anfassen. Sollen wir den Jungs mal zeigen, wie man so richtig Billard spielt? Männer, die haben noch keine Ahnung, wie man das spielt. Wirklich sehr unangenehm mit anzusehen. Aber witzigerweise zeigen sie gar nicht die Männer, die das Leben der Frauen finanzieren. Denn auf TikTok ist ja diese Dame häufiger auf der Suche nach einem Sugar Daddy, der ihr Leben finanziert. Warum macht ihr nicht mal die Männer nach und finanziert das Leben der Männer? Schönheit vor Alter. Wahrscheinlich. So einer hübschen Mami wie dir muss man einfach Trinkgeld geben. Das Auto hat ihm auch seine Mami gekauft. Oh, ganz schön kurze Hose. Hast du und dein bester Freund euch schon mal geküsst? Ja, natürlich stellt jedermann diese Frage. Aber am unangenehmsten finde ich das Ende. Als ob sich die Mehrheit der Männer in der Bahn wirklich so verhalten. Traurig, was für ein Männerbild diese Damen haben. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute schauen wir uns die dümmsten Videos gegen Männer an. Und falls ihr dachtet, der Anfang war schlimm, dann haltet euch jetzt gut fest. Könnt ihr Frauen aufhören, männliche Kinder auf diese Welt zu setzen? Jeden Morgen wache ich auf, neue Scheiße, gestern Mäus, heute Tampons mit Arsen und Gift. Ja, liebe Frauen, könnt ihr aufhören, Männer in diese Welt zu setzen? Der Porsche, auf dem du so rumposierst, um den Leuten zu zeigen, dass bei dir läuft, ist von einem Mann. TikTok, wo du deine Reichweite aufgebaut hast, um solche unangenehmen Videos zu posten, ist ebenfalls von einem Mann. Und selbst das Internet, das du nutzt, um dieses Video hochzuladen, ist ebenfalls von einem Mann erfunden worden. Viele Dinge, die du benutzt und dir das Leben erleichtern, sind von Männern. Da frage ich mich, warum hat man so einen Hass gegenüber ein Geschlecht? Es reicht. Es reicht, dass ihr auch kein Geld reinsteckt, um meine Endometriose mehr zu erforschen, weil Männer entscheiden, dass dafür kein Geld reinfließen soll. Es reicht. Ich weiß, ihr seid alle manipuliert worden von Männern und ihr könnt die nicht richtig erziehen und lässt das alles so durchgehen. Erstens heißt es nicht Endometriose, sondern Endometriose. Und zweitens, was können bitteschön Männer dafür, dass da kein Geld reinfließt? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, so eine Entscheidung getroffen zu haben. Aber schauen wir uns dazu mal kurz die Fakten an. Es wird davon ausgegangen, dass da nicht so viel Forschungsgeld reingesteckt wird, weil es anders als zum Beispiel wie beim Brustkrebs keine lebensbedrohliche Krankheit darstellt. Des Weiteren kommt ja das Geld von der Pharmaindustrie oder der öffentlichen Forschungsförderung. Und wer arbeitet in der Pharmaindustrie? Richtig, nicht nur Männer, sondern zu 41% auch Frauen. Und logischerweise haben wir in der Politik auch einige Frauen, die das mitentscheiden. Aber Hauptsache, man schiebt alles den Männern in die Schuhe. Und dann entsteht noch so ein Blachen, was einfach nur einen Stachschaden hat und Frauen zerstört. Verpiss dich und sprich mich nie wieder an, verstanden? Wie kann man sich eigentlich so respektlos gegenüber einem Geschlecht äußern? Und das auch noch öffentlich? Aber okay, wenn ihr die Erziehung nicht hinbekommt, ihr müsst ja euch gar nicht ändern, aber einfach keine männlichen Kinder. Was ist, können wir nicht einfach regieren und kurz Männer verboten? Man darf keine männlichen Kinder, man wird künstlich mit ganz kurz die Macht zurückerlangen ein bisschen, dass es ein Normalstand ist und dass wir auch genauso gleich verdienen wie Männer. Ja, Mann, richtig guter Vorschlag. Lasst uns einfach ein Männerverbot einführen. Und am Ende sagt sie noch, dass wir gleich viel verdienen wie Männer. Erstens, Frauen verdienen bereits so viel wie Männer. Und zweitens, würden Frauen für dieselbe Leistung weniger bekommen? Da wäre ich ja dumm, wenn ich als Unternehmen Männer einstelle. Da würde ich ja nur noch Frauen einstellen und dieselbe Leistung günstiger erhalten. Außerdem gibt es Bereiche, wo Frauen viel mehr verdienen. Beispielsweise in der Modeindustrie oder auf OnlyFans. Komischerweise beschwert sich hier niemand. Und dasselbe Recht haben und besser respektiert werden. Es ist einfach, hört auf, Männer auf diese Welt zu setzen. Es ist einfach nur, ich will in Ruhe raus. Ich will auch mal abends in einem Park tellen. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Ja, die Arme kann nicht in Ruhe rausgehen. Natürlich ist es blöd, wenn Übergriffe gegenüber Frauen stattfinden. Aber die ganzen Männer in eine Schublade zu stecken, weil 1 oder 2% der Männer solche Taten begehen, ist einfach nur lost. Und die Kommentare unter dem Video sind auch nicht besser. Mädels, kommt schon, nur wir können Kinder machen, wir haben die Macht da. Schwöre, wir können streiken, Kinder zu kriegen und so, eigentlich voll mächtig sind wir. Ich bin ja nicht pingelig oder so, aber was ist das für eine Grammatik? Das ist schwer zu verstehen. Ich will keine Kinder aus Angst, einen Jungen zu bekommen.
Ja. Ja, dann will ich mal deinen Gesichtsausdruck sehen, wenn du ein Mädchen bekommst und sie dann mit OnlyFriends anfängt. Hab eine Tochter, gib keine weiteren Kinder. Wer will bitte heutzutage das Risiko eingehen, einen Sohn zu bekommen? Das Video ist einfach nur traurig und zeigt mal wieder, wie viel Hass es auf Social Media gegenüber Männern gibt. Wie auch immer, ich habe mal auf ihrem Account so ein bisschen rumgescrollt und folgendes Video gesehen. Ich kriege kein BBL, sondern eine Fettwegspritze. Ich habe richtig lange daran gearbeitet, mit Sport meine Hüften schmaler zu bekommen, aber es ist genetisch und altes, gelagertes Fett, was sich einfach nicht abbauen lässt. Das ist der Content, den man auf TikTok für seine junge Zuschauerschaft posten sollte, wie man Schönheitseingriffe durchführen lässt. Meiner Meinung nach absolut verwerflich. Ich meine, die jungen Mädels und Jungs sind schon unter Druck gesetzt durch die ganzen Schönheitsideale, die es gibt. Und jetzt zeigt sie auch noch Schönheits-OPs, wie man ihr Fett wegbekommt. Und das Schlimme ist dieser Bullshit am Ende, wo sie sagt, altes, gelagertes Fett, was nicht weggeht und genetisch bedingt ist. Hä? Das stimmt so gar nicht. Es gibt kein altes, gelagertes Fett, was nicht weggeht. Steh doch einfach dazu, dass du zu undiszipliniert bist, mit Sport, Ernährung oder beides richtig durchzuziehen, um das letzte Fett wegzubekommen, anstatt zu erzählen, ach, das geht gar nicht. Denn damit vermittelst du den Leuten, dass es gar nicht funktioniert und vielleicht versuchen sie es deshalb erst gar nicht und rennen direkt zum Doc. Wie auch immer, wusstet ihr, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Männer glotzen? Frau sein, du gehst so durch die Straße und alle Männer ziehen dich mit ihren Blicken förmlich aus. Ja, not all men, aber alle Frauen und weiblich gelesenen Personen kennen es. Weiblich gelesene Personen sind Frauen und ja, natürlich haben sie alle Männer ausnahmslos mit ihren Blicken ausgezogen. Das hat sie natürlich innerhalb von 3 Sekunden erkennen können. Wie auch immer, was ich an diesem Video lustig fand, war folgender Kommentar. Weirdflex030, alles deine Schuld. Also hier kommentiert ernsthaft eine Dame, dass das meine Schuld wäre, wenn fremde Männer sie anglotzen. Obwohl ich noch nie in einem Video behauptet habe, dass Glotzen okay ist. Ich habe immer wieder gesagt, hey, normal gucken. Das ist ganz normal, jeder guckt in irgendeine Richtung und versehentlich guckt man sie vielleicht an. Und starren ist nie okay, das habe ich immer in Videos gesagt. Und trotzdem gibt es Frauen, die mich unbedingt als frauenfeindlich darstellen wollen. Einfach nur peinlich. Kommen wir jetzt zum letzten Video, was ihr mir zugeschickt habt. Es gibt einen neuen Trend, den ich absolut liebe und das heißt Mikrofeminismus. Und da geht es einfach darum, dass Frauen so kleine Dinge im Alltag machen, um Mikrofeminismus in die Welt rauszutragen. Und dazu gibt es ganz viele coole Beispiele. Eine schreibt, dass sie Lehrerin ist und wenn sie in der Schule über Berufe sprechen, dann nennen sie die weibliche Form immer zuerst. Also Zahnärztinnen und Zahnärzte, Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner. Ob das was bringt, kann man so nicht sagen. Denn wenn man jetzt sagt Bauarbeiterin und Bauarbeiter, denkt man trotzdem eher an den männlichen Bauarbeiter, weil das halt die Lebensrealität ist. Wenn man rausgeht, auf Baustellen schaut, sieht man so gut wie nie eine Frau. Eine andere schreibt, dass sie Kellnerin ist und wenn ein Mann und eine Frau ein Bier und einen Cappuccino bestellen, dann gibt sie dem Mann den Cappuccino und der Frau das Bier, einfach um das Rollenbild zu brechen. Hä, das macht ja gar keinen Sinn. Man soll doch dem Gast das geben, was er oder sie bestellt hat. Stell euch mal vor, ich bestelle mir jetzt einen Cappuccino und kriege ein Bier. Und als würden immer Männer Alkohol trinken und Frauen Kaffee. Eine andere schreibt, dass sie auch Kellnerin ist und wenn ein Pärchen zahlen möchte, dann gibt sie immer der Frau die Rechnung. Ja, da wird sich die Frau mit Sicherheit freuen. How dare you? Eine andere schreibt, dass sie Kinderbetreuerin ist und sie ruft immer die Väter an und sagt zu den Vätern, sie sollen die Kinder abholen, wenn die krank sind. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, denn letztendlich entscheiden ja die Eltern darüber, wer sie letztendlich abholt und teilen sich dementsprechend die Aufgaben auf. Deshalb ist es ja egal, wer den Anruf bekommt oder nicht. Okay, ich glaube, ihr habt jetzt einen guten Einblick bekommen, was Mikrofeminismus ist. Was sind eure Beispiele? Wie lebt ihr Feminismus im Alltag aus? Kommentiert das gerne mal. Wie lebe ich Feminismus im Alltag aus? Ich verhalte mich einfach meinen Mitmenschen gegenüber ganz normal und respektvoll, egal ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Freunde, ich habe keine Kraft mehr. Lasst aus Prinzip einen Daumen nach oben da, um mich in die Trends zu pushen. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen Videos gegen Männer haltet. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Danke fürs Zuschauen.